Ich meine, wir waren mal in einer Pfingstkirche, das muss ich jetzt erzählen. Ja? Also es war irgendwo im Norden, glaube ich, im Westen, in St. Pölten irgendwo. Und wir waren dort, ich und meine Kinder waren auch dabei. Und wir haben uns das mal angeschaut. Ich wusste nicht, dass es eine Pfingstkirche ist. Also ich hatte damit gerechnet, dass es eine evangelikale Kirche ist. Okay, wir gehen dorthin mit guten Mutes, nicht? Setzen uns in den Gottesdienst hinein. Wunderschön, sehr viele Leute. Vor uns links sitzt so ein Geschäftsmann, so ein riesengroßer mit Krawatte, nicht mit Koffer und so weiter. Und ich dachte mir, das wird schon was sein. Und dann hat der Gottesdienst angefangen. Und auf einmal steht dieser dicke Geschäftsmann auf, okay, und der hat eine Fahne mitgehabt, die habe ich gar nicht gesehen. Der hat so eine Rot-Weiß-Rot-Fahne mitgehabt, so österreichische Rot-Weiß-Rot-Fahne, nicht? Und auf einmal steht er auf und sie machen Musik und auf einmal fängt er mit der Fahne so hin und her zu wehen, nicht? Und kannst du dich erinnern? Und wir schauen ihn so an und denken, was ist mit dem jetzt auf einmal los? Der hat so seriös ausgeschaut. Der hat so nüchtern ausgeschaut. Auf einmal steht er auf und fängt an zu tanzen und mit der Fahne zu wehen. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Das kann keine evangelikale Gemeinde sein. Außer die sind auch schon so verkorkst, dass sie so geworden sind. Das habe ich mir nicht erklären können. Ich meine, das ist so in etwa, du kannst dir das so vorstellen. Ich meine, die letzte Bundeskanzlerin, glaube ich, Angela Merkel war das, nicht? Stell dir mal Angela Merkel vor, die so langsam redet, nicht normalerweise und kaum ein Wort über ihre Lippen greift, immer nach unten schaut, gebückt und so dasteht mit ihrem Anzug. Ja, schaut sehr europäisch aus, würde ich mal sagen. Und auf einmal fängt sie an zu tanzen und mit Fahnen herumzuwenden. So musst du dir das vorstellen als normaler Mensch. Ich meine, das kann doch gar nicht normal sein, oder? Allein schon, wenn man das sieht, da merkt man, hey, da stimmt doch etwas mit diesen Leuten nicht. Die sind irgendwie besessen, habe ich das Gefühl. Das macht nicht der Heilige Geist. Ja?